Herzlich willkommen zu unserem Wochenmagazin Fraßstands aktuell. Freuen Sie sich nun wieder auf aktuelle und interessante Beiträge aus unserer Marktgemeinde. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Wenn Kinder sich etwas nicht sofort trauen, wird oft schnell Angsthase gerufen. Dabei gibt es eigentlich gar keine Angsthasen, wie der beliebte Kinderbuchautor Heinz Janisch in seinem Bilderbuch Angsthase zeigt. Auf seiner Lesung in der Bibliothek Fraßstands stellte er sein ermutigendes Buch vor. Dabei nahmen zahlreiche Schülerinnen und Schüler der Volksschule Fraßstands teil. Mehr dazu sehen Sie jetzt in unserer aktuellen Ausgabe von Dabeixi. Herzlich willkommen bei Drei Schwestern TV. Wir sind heute in der Bibliothek Fraßstands, wo gleich eine spannende Lesung mit dem Kinderbuchautor Heinz Janisch stattfindet. Das wollen wir uns gleich einmal näher anschauen. Bei mir steht hier Heinz Janisch, Journalist und Autor, Kinderbuchautor. Heute findet eine spannende Lesung statt. Um was geht's denn da? Also ich habe ein Bilderbuch gemacht, das heißt Angsthase, weil mir das immer ärgert, wenn man Kinder als Angsthasen bezeichnet, nur weil sie etwas nicht machen wollen. Und da möchte ich mit Ihnen drüber reden, über das Mut haben, über das angebliche Angst haben. Also man ist vielleicht auch ein Muthase, wenn man sagt, das will ich nicht machen. Also es geht um so Ich-Behauptung, um Selbstbestätigung. Und dann stelle ich noch ein paar andere Bücher vor, die für mich zum Thema passen. Die Brücke ist ein Buch, wo es um einen Streit geht. Oder die Schlacht von Karlovac, wo sinnlos gestritten wird. Also wir reden so über das Thema Streiten, Angst haben, Mut haben. Ja, wie kommt man da auf das Thema oder haben Sie da bestimmten Bezug dazu? Ja, ich habe als Kind immer das Gefühl gehabt, ich muss zu den Buben dazugehören, zu den Indianern quasi. Und da gab es immer so ganz sinnlose Mutproben. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen im Südburgenland und wir haben furchtbare Dinge gemacht, damit man mutig ist, quasi wo runterkupft und barfuß durch Glasscherben laufen und lauter furchtbare Dinge. Und da haben wir immer gedacht, Mutproben sind was ganz Schreckliches eigentlich. Geht in die falsche Richtung. Und darüber möchte ich zum Beispiel mit Ihnen reden. Ja, heute also eine Lesung für Kinder, für Volksschüler, die kommen. Es ist aber keine reine Lesung, kein reiner Vortrag, sondern eher ein Gespräch, oder? Ja, mir ist wichtig, dass Lesungen so Begegnungen sind. Man lernt ja einen Autor kennen oder eine Autorin und wenn der schon vor Ort ist, dann soll man auch neugierig sein dürfen. Also ich freue mich immer, wenn die Kinder viele Fragen haben, weil die Neugier ist was ganz Kostbares. Ich fürchte mich da auch nicht vor harten Fragen, also warum hast du lange Haare oder warum machst du Bücher oder sonst was. Also wir werden viel miteinander plaudern und dann gibt es dann noch einen Flipchart hinter mir, wo ich Ihnen gerne ein paar Sprachspiele zeigen möchte. Es ist immer schön, wenn man selber was probiert und merkt, dass man mit Sprache spielen kann. Ja, schön. Dann wollen wir das uns gemeinsam anschauen und wünschen den Kindern viel Spaß und neue Erfahrungen. So ist es. Neue Erfahrungen und viel Neugier. Danke. Dankeschön. Und bei uns ist jetzt der Heinz Janisch, das ist ein Journalist und ein Kinderbuchautor, ganz ein Bekannter, hat schon ganz viel Preise gekriegt und liest uns jetzt aus dem Buch Der Angsthase und da tust du sonst noch zwei, drei Bücher vorstellen. Genau. Und ja, ich freue mich jetzt richtig auf das. Danke. Ich gebe das Wort an Herrn Janisch. Ja, danke für die Einladung und die freundliche Einleitung. Ich freue mich sehr, dass wieder Lesungen möglich sind und dass wir uns so gegenseitig kennenlernen können. Das ist der Angsthase. Schöne Mütze auf, finde. Das ist der Angsthase, wieder mit Bildern von der Helga Barnsch, die eine gute Freundin ist.
Da ist man so auf die Nerven gegangen, dass man immer gesagt hat, du bist der Angsthase. Ich habe als Kind immer so Mutproben machen müssen. Gibt es das noch, Mutproben? Ja. Ja. Müsst gut aufpassen. Macht nur, was ihr wirklich machen wollt. Ich habe blöde Sachen gemacht. Ich bin von 3 Meter wo runtergekupft, haben mir den Fuß verletzt. Da konnte ich nicht mehr Fußball spielen seither. Oder wir sind barfuß durch Scherben gelaufen, habe ewig Schmerzen gehabt in den linken Fuß. Also Mutproben können auch was ganz Blödes sein. Und ich habe mir ein Mädchen kennengelernt, das hat gesagt, du musst vom 3-Meter-Bett springen. Und ist sie oben gestanden und gesagt, ich muss gar nichts. Ich bin wie ein Fisch im Wasser, ich gehe lieber tauchen und ist wieder runtergeklettert. Und da habe ich sehr bewundert und mich gleich verliebt in sie. Und man dachte, die gefällt mir, die weiß, was will. Also vergesst die Mutproben. Und genau darum geht es da letztlich auch beim Angsthasen. Ich habe geschrieben, eine große Hasenversammlung. Verehrte Hasen aus allen Ländern, das seid jetzt ihr. Ich habe diese Versammlung in unserem internationalen Hauptquartier einberufen, weil es an der Zeit ist, aufzustehen. Es reicht. Wir können es nicht länger hinnehmen, dass Kinder in aller Welt als Angsthasen bezeichnet werden. Es passiert täglich, ja stündlich in allen Teilen dieser Erde. Na du Angsthase, zitterst du schon vor Angst? Es ist genug. Also die Hasen beschweren sich mit Recht. Der ganzen Welt muss ein für alle Mal gezeigt werden, wie unerschrocken, mutig, schnell, klug und geschickt wir Hasen sind. Ich rede hier von unseren außergewöhnlichen Fähigkeiten. Ich rede von Hasens Superpower. Und dann denken wir, jö, da kommt eine kleine Wolke. Da mache ich jetzt gleich ein Gedicht zum Beispiel. Der Wolkenfloh muss aufs Klo. Ist schon eine Geschichte, oder? Könnte ein bisschen mehr werden. Der Wolkenfloh muss aufs Klo, er setzt auf seinen Po, dann ist er froh, er spielt mit seinem Jojo und singt Holodrio. Und nachher fliegt er nach Mexiko zum Beispiel. Könnte man schon ein kleines Bilderbuch machen. Der Wolkenfloh muss aufs Klo. Oder man kann Werbesprüche machen. Der Wolkengorilla geht zum Billa. Oder der Wolkenbus fährt zu Billa Plus. Könnte man auch machen. Am Schluss spielen die Musikanten laut und falsch. Sie haltet sich die Ohren zu. Er schickt sie raus und sagt, na, ich höre auch lieber andere Musik. Er nimmt seine Geige aus einer Truhe und spielt so schön, dass sie abhebt. Also sie schwebt 3 Meter über dem Boden, weil er so schön spielt. Schon wieder etwas, was ihr gut gefällt. Und dann macht sie noch einen wichtigen Test. Sie beginnt, seine graue Burg blau anzumalen, weil sie sagt, es ist Zeit für Veränderungen. Bist du überhaupt bereit dafür? Ich würde gerne deine graue Burg einmal in anderen Farben anmalen. Und er hat gesagt, du hast vollkommen recht. Zeit für neue Farben in meinem Leben. Und dann malen sie die Burg blau an. Nach einiger Zeit heiraten die beiden tatsächlich, weil sie sich mögen. Und dann kommt als Ehrengast auch die Prinzessin auf der Erbse. Die mag aber nicht gehen, weil der Boden so hart ist. Die wird getragen in einer Sänfte. Und wie man sie da reinträgt, machen die Trompetenspieler so eine Begrüßungsfanfare. Und vom Luftzug der Trompeten hat sie schon einen Schnupfen. Ja, wir hatten heute eine ganz tolle Lesung mit interessierten Kindern, ganz viele Fragen haben sie gestellt. Wenn Kinder jetzt gerne noch ein Buch lesen möchten oder die Eltern interessiert sind, was es da gibt, ihr habt gesehen, ihr habt einiges da, oder? Ja, wie das sehen, wir haben da einige ausgestellt und die kann man bei uns ausleihen und da ist das Neueste, sogar mit Widmung vom Heinz Janisch. Ja, der eine oder die andere ist vielleicht auch noch gar nicht hier gewesen, seitdem die Bibliothek im frischen Glanz erstrahlt. Ja, ihr habt jetzt demnächst auch eine Eröffnungswoche. Ja, wir haben eine Eröffnungswoche, da haben wir einiges geplant, unter anderem auch einen Tag der offenen Tür. Und da würde mich schon freuen, wenn ein paar kommen und schmökern und das alles anschauen können. Also da kann man auf jeden Fall nur einladen, wenn es dann soweit ist. Im April kommt alle. Hier ist eine wunderbare Leseatmosphäre und die Bücher vom Heinz Janisch und andere Kinderbücher sind auch alle da. Da freuen wir uns drauf. Ja, wir freuen uns wirklich, wenn wir viele sehen und alle kommen gelogen, wie schön, dass wir sie jetzt haben. Die
Vereinsförderung der Marktgemeinde Frastanz für 2022 ist da. 61 aktive Vereine leisten einen besonderen Beitrag zum Miteinander in unserer Gemeinde. Unter anderem gibt es auch jedes Jahr direkte finanzielle Zuschüsse. Heuer summieren sich diese Förderbeiträge auf rund 150.000 Euro. Nun ein kurzer Ausblick auf kommende Termine. Am Mittwoch, dem 20. April um 15 Uhr sind Eltern wieder herzlich zum Fraschner-Treff ins Bildungszentrum Hofen eingeladen. Mit allen Sinnen lernen heißt das Thema des Vortrags. Beatrix Pedot gibt dabei Ideen und Impulse, wie Kinder zum Lernen animiert werden können. Das E-Bike eröffnet völlig neue Möglichkeiten. Gleichzeitig steigen aber auch die Unfallzahlen. Durch das Trainieren der richtigen Fahrtechnik soll der Umgang mit dem eigenen Bike verbessert werden. Der E-Bike-Kurs findet am Freitag, dem 22. April, ab 14 Uhr auf dem Parkplatz der Energiefabrik an der Samina statt. Bitte rechtzeitig im Bürgerservice der Marktgemeinde Frastanz anmelden. Jetzt wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung mit unserem Wochenprogramm von Frastanz aktuell. Die gemeinsame Flurreinigung mit vielen Freiwilligen fand wegen der Corona-Pandemie seit 2 Jahren nicht mehr statt. Umso größer war die Freude, dass diese wichtige Veranstaltung heuer wieder in gewohnter Form stattfinden konnte. 300 freiwillige Helferinnen und Helfer packten gemeinsam mit an und leisteten einen großartigen Einsatz für die Umwelt. Wir waren mit dabei und haben mit den Organisatoren und den Teilnehmern gesprochen. Grüß Gott beim Drei-Schwester-TV. Ich stehe hier heute vor dem Gemeindeamt, wo wieder mal die Flurreinigung gemeinsam stattfindet. Die letzten Male hat es Corona-bedingt nicht stattfinden können. Wie es heute abläuft bei dem wunderschönen Wetter, das erfahren wir jetzt. Es freut mich, dass auch in der Marktgemeinde Frastanz heuer wieder die Flurreinigung durchgeführt werden kann. In den Jahren 2020 und 2021 konnte diese nicht in diesem Umfang stattfinden. Umso mehr freut es mich, dass sehr viele Vereine, aber auch Privatpersonen der Einladung gefolgt sind. Ich möchte mich an der Stelle recht herzlich bedanken bei allen, die sich da in den Dienst der guten Sache stellen, die bereit sind, da durch Frastanz zu wandern und, wie bereits ausgeführt, unachtsam weggeworfenen Müll aufzusammeln und so sicherzustellen, dass wir auch wieder ein sauberes Frastanz haben. Bei mir steht hier Gerlinde Wiederin, Obfrau vom Lebensraumausschuss. Gerlinde, hör das erste Mal seit 2019 wieder gemeinsam die Flurreinigung. Da ist sicherlich einiges liegen geblieben. Wie schaut es heute aus? Also ich freue mich mal, dass wir es wieder in der altbewährten Form machen können.
Und mir hat schon das Herz gelacht, dass sich so viele Freiwillige gemeldet haben und sich beim Rathaus getroffen haben. Vor allem ganz viele Kinder. Also an der Stelle danke an alle Ehrenamtlichen, die jetzt bei der Flurreinigung hier wieder dabei sind. Mein Lebensraumausschuss ist jetzt da rund ums Fraschtenzer Ried unterwegs. Das wissen alle Fraschtener, was wir da für ein Naturjuwel haben. Es ist ein Europaschutzgebiet, ein Natura 2000 Gebiet und es ist schon ein Grundwasserschongebiet, wie man auf der Tafel sehen kann. Und darum ist es besonders wichtig, dass man da den Müll, der Plastik, die leeren Flaschen, die 100.000 gefühlt Millionen Zigarettenstummel aufnimmt, um das Ried vor Müll und Schadstoffeinträgen zu bewahren. Und das ist heute unsere Aufgabe. Ja, da sind jetzt einige Gruppen auf Weg, ja? Ja, das sind vor allem unsere Vereine unterwegs. Ganz viele von der Jungmusik angefangen über Wasserrettung und. Mit ganz viel Verstärkung von Kindern und das gefällt mir, weil die das Bewusstsein dann schon mitnehmen, dass man eigentlich Müll nicht achtlos auf den Boden wirft. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen, die wirklich mit Respekt mit der Natur umgehen und ihren Müll so entsorgen, wie es sich gehört. Und wir haben ein sehr gut ausgebautes Müllentsorgungs- und Abfallentsorgungssystem, dass das Wetter zunimmt und dass man schätzt, dass wir so schöne Naturgegenden haben, wo man so sich erholen kann, aufdanken kann und zur Ruhe kommen kann. Für mich hat das so einen besonderen Wert, dass ich die Menschen nicht nur ganz schwer verstand, die einfach wups alles aus der Hand fallen lassen, wo sie gerade ein Getränk leer getrunken haben oder wie auch immer. Ich wünsche mir, dass das Bewusstsein von Natur zunimmt, dass die Flurreinigung oder dazu beiträgt, dass wir besser auf unsere Naturwerte achten. Ja, das wünschen wir uns auch. Jetzt wollen wir euch nicht weiter aufhalten, weil sicherlich ja noch einiges zum Sammeln. Und das ganze Gesammelte wird nachher ordnungsgemäß entsorgt. Jawohl, die Mitarbeiter vom Bauamt sind da nachher unterwegs. Wir werden die vollgefüllten Säcke am Straßenrand abstellen und der wird nachher von den Bauamtmitarbeitern, die da genauso ein Dankeschön kriegen sollen, eingesammelt und ordentlich entsorgt. Ja, dann viel Erfolg und nachher ein schönes Festle. Es gibt ja auch noch was zum Essen dann, gell? Genau, wir lassen es nachher wieder gemeinsam ausklingen und das ist eine schöne Hürde. Danke. Bei mir steht hier die Leni. Leni, du bist heute auch fleißig mit dabei. Ist das heute dein erstes Mal, oder? Nein, ich bin schon öfter mitgegangen. Ah, super. Aha. Und taugt dir das? Hast du auch gerne eine saubere Umwelt? Ja. Aha. Gehen dir da also öfter spazieren auch oder kommst du von hier? Bist du von da? Ja, ich bin von da und wir gehen auch öfter spazieren. Und dann ist es schön, wenn man eine saubere Wiese hat, oder? Ja. Dann wünsche ich euch noch viel Erfolg, dass ihr alles einsammelt und nachher schönes Fest. Danke. Bei mir stehen hier die Moni und der Oskar. Ihr seid auch fleißig mitgelaufen? Ja, genau. Seid ihr jetzt schon länger auf Weg und was habt ihr so eingesammelt? Ungefähr 2 Stunden sind wir jetzt auf Weg, gell? Ja. Und ja, vor allem Tickstummel, Plastik, Papier, wo am Straßenrand liegt. Was man normalerweise mit nach Hause, nimmt. Genau, oder in Müllkübel. Den eh überall, ja. Immer Müllkübel. Ja, genau. Aha. Und ihr seid heute mit der ganzen Familie oder mehrere Generationen Flurreinigungspersonal unterwegs. Genau, also die Oma ist dabei, ich und also der Oskar und der kleine Leonard im Kinderwagen ist auch mit dabei. Stopp, dann wünschen wir euch heute noch einen schönen Tag und nachher ein schönes Festspur. Dankeschön.
es freut mich, dass sehr viele Vereine aus den unterschiedlichsten Bereichen, dass so die ganzen Parzellen in Fellengatter, in Ammerlügen und natürlich im Ortsgebiet der Marktgemeinde Frastanz sich an dieser Flurreinigungsaktion im Gemeindegebiet von Frastanz beteiligen. Ein herzlicher Dank natürlich auch dem Sportverein Frastanz, der die Bewirtung im Anschluss an die Flurreinigungsaktion übernommen hat. Deutlich über 300 Frastanzerinnen und Frastanzer, von klein bis groß, von alt bis jung, haben sich da in den Dienst gestellt und haben einen Beitrag dazu geleistet, einen ganzen wesentlichen und wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass in Frastanz wieder aufgeräumt wird, dass die illegal abgelagert, dass der illegal abgelagerte Müll, Entschuldigung, auch jetzt fachgerecht einer Entsorgung zugeführt wird. Dort ein herzlicher Dank in meinem Namen und im Namen von der Marktgemeinde Frastanz, auch im Team vom Bauhof der Marktgemeinde Frastanz, die das so sehr gut begleitet und auch betreut haben und mir so, glaube ich, einen wesentlichen Beitrag dazu leisten haben können, dass die Marktgemeinde Frastanz jetzt auch wieder sauber ist, auch von Frühling auch wieder sauber ist. Und ich bitte natürlich auch alle Frastanzerinnen und Frastanzer auch zukünftig darauf zu achten, dass nicht Müll entsorgt wird, illegal entsorgt wird, sondern dass man die Entsorgungsmöglichkeiten wahrnimmt. Noch einmal ein Dank allen Vereinen für den Einsatz und bis zum nächsten Jahr. Schon viele Jahre bietet die Lebenshilfewerkstätte in Frastanz Menschen mit Beeinträchtigungen die Möglichkeit einer kreativen Betätigung an. Nun wurde es Zeit, das Gebäude den veränderten Ansprüchen anzupassen. Wir haben mit den Verantwortlichen gesprochen und uns vor Ort ein Bild gemacht. Willkommen in der Lebenshilfewerkstätte Frastanz. Wir melden uns wieder einmal von dem schönen Ort, weil es Neuigkeiten gibt. Erstens gibt es einen neuen Werkstattleiter, der Clemens Nachbauer. Der wird sich danach selber vorstellen. Und weil die Werkstätte schon in die Jahre gekommen ist, wird sie renoviert, ein bisschen umgebaut und einfach wieder auf den neuesten Stand gebracht. Mittlerweile, wenn da der Bau stattfindet, müssen die Leute natürlich ausziehen und das ist eine ganz gute Geschichte. Sie dürfen ins Haus zur Begegnung gehen. Und alles Weitere wird euch der Clemens Nachbauer jetzt erzählen. Ja, hallo, mein Name ist Clemens Nachbauer. Ich habe vor 7 Jahren als Zivildiener in der Werkstätte Frastanz gestartet und seit Februar 2021 habe ich die Leitung von der Werkstätte Frastanz übernommen. Das Gebäude ist 1992 von der Lebenshilfe erbaut worden und jetzt seit mittlerweile 30 Jahren wird es als Werkstätte genutzt. Durch die Jahre haben sich die Bedürfnisse für unsere Klienten einfach verändert. Die Möbel sind abgenutzt und wir haben einfach gewisse Anpassungen im Gebäude vornehmen und darum werden wir jetzt mit Anfang April unsere Werkstätte umbauen und sanieren. Wie schon erwähnt, haben sich einfach über die Jahre die Anforderungen ans Gebäude von unseren Klienten verändert und dementsprechend wird versucht, einfach speziell auch bei der Ein- und Ausgänge zum Barriere zum Abbauen. Ein Schwerpunkt liegt da ganz klar in der sanitären Lage. Wir brauchen einfach mehr Platz, wir brauchen mehr begehbare WC-Anlagen. Es muss einfach als barrierefreier gestaltet werden. Auch im Sinne von mehr Selbstbestimmung für Klienten, dass einfach so lange wie möglich jede Person alles mit wenig Unterstützung nutzen kann. Was wir auch ganz klar gemerkt haben bei unseren Klienten, ist, dass einfach die Bedürfnisse sich dahin geändert haben, dass wir einfach mehr Rückzugsmöglichkeiten für die Personen schaffen müssen. Und dementsprechend wird versucht, einfach an jedem Gruppenraum einen Ruheraum zum Anliegen, zum einfach, dass eine Person einfach jederzeit die Möglichkeit hat, um sich zurückzuziehen und einfach mal entspannen. Ja, da der Mittag natürlich für uns auch ein wichtiger Teil ist in unserem Alltag, werden wir Küche für unseren Keller ins Erdgeschoss wechseln.
Wir erhoffen uns einfach eine bessere Atmosphäre und ich denke mir, die Küche rückt daher einfach ein bisschen mehr in den Mittelpunkt und dann können wir uns erst auf eine andere Art und Weise genießen. Ja, da die Sanierungsarbeiten ziemlich umfangreich sind, können wir über den Zeitraum nicht in der Werkstätte bleiben und haben unsere Ausweichwerkstätte gesucht. Wir waren vom Zeitraum von Anfang April bis vermutlich Anfang September im Haus der Begegnung unsere Werkstätte weiterführen und hoffen, dass wir dann mit Anfang September in eine neu sanierte Werkstätte zurückkommen können. Die Lebenshilfe Frastanz ist im November letztes Jahr auf die Pfarre Frastanz zugekommen und hat gefragt, ob wir eine Möglichkeit sehen, ihnen eine Räumlichkeit zur Verfügung stellen, weil sie im April anfangen, die bestehende Lebenshilfe umzubauen, das Gebäude adaptieren und sie suchen ein Ausweichlokal. Wir haben dann nach längeren Überlegungen und Diskussionen und auch Begutachtungen festgestellt, dass im Haus der Begegnung ideale Räume vorhanden sind. Und wir sind also stolz und freuen uns, dass wir diese Möglichkeit geschaffen haben, dass wir der Lebenshilfe da entgegenkommen können und vom 1. April bis jetzt einmal geplant 31. August für die nächsten 5 Monate das Haus der Begegnung oder einen Teil davon zur Verfügung stellen können für ihre Arbeit und für ihre Betreuten. Weiterhin ist der große Sulpiziussaal und die oberen Räume vom HDB, die sind frei, die können weiterhin vermietet werden. Die Lebenshilfe benutzt grundsätzlich das ganze Untergeschoss vom Haus der Begegnung. Es sind verschiedene Einzelräume, wo Ministranten drin waren und wo das Körli drin war. Die werden sie die nächsten 5 Monate nutzen, ebenso der Saal Apollonia. Und im Erdgeschoss die Küche bzw. der kleine Saal, wo man abtrennen kann, der steht zur Verfügung, damit sie dort Mittagessen können. Es sind behindertengerechte Zugänge da bzw. neu geschaffen worden. Es sind Behindertentoiletten da, es sind normale Infrastruktur da, es ist Internet vorhanden, die gesamte Infrastruktur ist zur Verfügung und ab 1. April geht es los. Jetzt, wo es überall sprießt und gedeiht, ist wieder die Zeit zum Pflanzen gekommen. Daher zeigen wir Ihnen den hilfreichen Beitrag Mein eigenes Gemüse, in dem der Obst- und Gartenbauverein Frastanz nützliche Tipps für die kommende Saison gibt. Film ab! Im Namen vom Obst- und Gartenbauverein Frastanz möchte ich euch recht herzlich begrüßen. Ich bin Agnes Tiefenthaler, wohne hier in Campi-Lünhammer. Und jetzt im Frühling gibt es so viel zum Tun im Garten. Es ist so schön, rundum fängt es an blühen und Triebe tut es auf allen Seiten. Kommen wir schauen. Also ich denn gern Gärtner, es muss ich sagen, ich freue mich immer auf sorgene Gemüse, weil das ganze Jahr kann man es holen. Irgendetwas gibt es immer, was im Garten zum Ernten ist. Und jetzt fangen wir an im Frühling mit Peterlisäen. Frische Peterli jederzeit zur Verfügbarkeit. Und dafür tun wir jetzt zuerst das Beetli ein bisschen aufhäulen. Vor etwa 3 Wochen habe ich Kompost hier, habe noch drauf gestreut. Und das machen wir jetzt hier ein bisschen locker. So, jetzt habe ich das Beetli gehäuelt. Jetzt machen wir hier kleine Gräbli machen. So etwa 15-20 cm auseinander. Und da wie ich kann noch ein Peterli sammeln. Und Peterli ist ganz wichtig, dass sie jedes Jahr den Platz wechseln. Und erst die 4 Jahre, frühestens in 4 Jahren, am gleichen Ort wieder säen. So Peterli tun sie nicht. Sie sind ein bisschen empfindlich, sie tun nicht gut. So, jetzt haben wir es gesagt, jetzt haben wir es da wieder zugedeckt.
das Gräbli da mal wieder schön zumachen. Jetzt hat es so fest geringert, jetzt muss man es heute nicht tränken. Sonst dann ist es normal ein klar tränken. Aber es braucht es heute nicht. Und was ich immer dann, ist der Zettel an, damit ich weiß, wo die letzte Reihe war. Weil im Arbeitseifer vergisst man den Leser einmal. Und dann muss man studieren. Und noch etwas, Peterli brauchen ganz sicher 3 Wochen, bis sie kommen. Das braucht viel Geduld. Und gut wäre, wenn man es ein bisschen abdeckt hat, weil Katzen und Vögel haben die grösste Freude mit einem frischen Boden. So, jetzt machen wir ein bisschen, da tun wir Salat und Kohlräbel setzen. Das ist wieder dasselbe. Ein bisschen aufhäulen. Und da kommt ein Nüsslesalat. Der lassen wir stehen. Der hat sich selber versöhnt. Der kann man noch 2-3 Mal ernten. Das haben wir da gleich. Und da habe ich auch Kompost drauf. Da. Da kommt Erdbeer. Die haben sich da auch breit gemacht. So, und jetzt kann man schon ersetzen. Da haben wir jetzt Kopfsalat und Eissalat. Und Kohlräbli. Und das tun wir jetzt gerade ein bisschen abwechseln. Ein Salat. Nicht die betonieren, sondern nur einfach setzen. Die Sätzle sind schon groß. Und ich das nachher mit meiner Fliesse abdecke, weil die Spatzen haben eine fürchtige Freude mit meinen Salat. Da habe ich jetzt schon ein paar Mal draufgezahlt. Dann holen sie alle und picken sie, die nehmen sie als Nachtisch. Das ist jetzt frühes Kraut. Das setze ich ein bisschen tiefer als Kohlräbel und Salat. Dass sie ein bisschen gerade stehen. Weil sonst bleiben die ewig so. Also um einen anderen Schwanz liegt da. So. Fürs Erste hätten wir das. Und da dann jetzt ein Vlies drüber. Wächst der Spatzen. Also ich dann, wenn ich Sätzle setze, schaue, dass ich schöne Töpfle die Ware habe. Die kaufe ich mir immer. Und dann setze ich es. Und deck's aber gleich mit einem Vlies zu, weil die Spatzen sind so schnell auf diesen Salat kommen, so schnell kann man gerne nicht schauen. Und so ein Vlies ist eine gute Hilfe. Und auch Katzen gehen nicht rein. Und dann ein Sätzchen gefällt es da unten rein. Auf der Seite lege ich dann noch ein bisschen Stör drauf. Oder ein bisschen Erde, dass es nicht davon luftet. So, es bleibt nur noch ein bisschen abdecken und fertig mit Stör. Und hier habe ich vorher schon mal gesagt, und da habe ich Kreasäste draufgelegt. Das sind die Reste vom Kreas, mit dem wir hier die Blumen abdecken. Das ist mir wegen der Katze, dass nicht alle Katzen meinen, sie dürfen zu mir aufs WC gehen. So, jetzt täten wir hier noch etwas Schalotten stupfen. Und dann tun ich gerade abwechseln einmal mit früher Gelderöbli. Also alle ca. 12 cm dann eine Schalotte nachher. Und dann hoffen wir, dass es etwas Gescheites gibt. Und
Und das machen wir so vorwärts. Und dazwischen die möchte ich probieren, eine Reihe frühe Karottenseier. Und das geht am besten mit sauberen Fingern und ganz dünn. Da muss man wirklich Geduld haben, weil dick, dann tun sie nicht gut. Dann ist es schade auf der Arbeit. Jetzt muss ich hier noch einmal, hier habe ich Kürzeier. Muss man es gut markieren, so sieht man, was es noch mal. Und hier machen wir das nächste, eine Reihe Karotten. Das sind ganz feine Sämle. So. Da haben wir schon eine Diesel, die schon früher kommt. Die sieht man schon prächtig da. Die haben ich aber schon vor ein paar Wochen gesagt, ist der Nelia. Es kommt einfach viel früher. Man hat wirklich einen Vorsprung. Und nachher kommt dann da wieder Tomaten und Paprika. Und die Aubergine kommt dann da wieder. Und jetzt wächst der Wild Winterzwiebeln, sind dann da schon bald. Und dahinter habe ich noch frühe Salat. Einmal Pflücksalat und da Kopfsalat. Nicht viel, aber gerade ein paar. Und das, was wir die Schnecken übrig lassen, wächst prächtig. So, jetzt sind wir in unserem Kehrhuhn, das ist der Naturkehr. Jetzt möchte ich euch einmal sagen, wie meine Karotten vom letzten Jahr jetzt hier um die Zeit ausschauen. So sind sie. Und derige sind da im Kübel drin. Da kann noch mehr führen. Und da kann ich jederzeit holen. Ich muss bloß ein bisschen graben. Und die sind frisch und gut. Und das freut uns einfach. Da haben wir auch Sellerie im Dorf eingelegt. Und die sind hirt und fest und schön. So, das mit dem Dorf einlegen, das mache ich schon viele Jahre mit gutem Erfolg. Und Dorf nehme ich drum, weil ich mag einen Sandkübel nicht alleine in Kera tragen. Und wenn ich am Herbst bin und im Zimmer rum bin, dann hätte ich den gern halt fort. Und dann kann ich sie Dorf einlegen, ein Lag Dorf, ein Lag Gemüse, Gelröble und Randig und Sellerie. Das lege ich so ein. Und an Bohnen und so Züge ist man nie gefroren, ist schon klar. Aber für die Sachen ist es ideal so. Und die mag das gern. Und da haben wir noch mehr. Also da kann man ein paar Mal Gelröble so machen. Ich bedanke mich recht herzlich im Namen vom Obst- Gartenbauverein Fraschens, dass wir mit mir in den Garten gegangen sind und dass wir eine Erklärung angesetzt haben und gesagt haben. Und ich hoffe, dass so ein paar Tipps dabei gewesen sind, wo ich vielleicht etwas nützen. Und wir sehen uns bald wieder, wenn Bär rief sind. Für heute sind wir am Ende von Fraschtanz aktuell angelangt. Ihre Anregungen und Wünsche nehmen wir gerne per E-Mail unter redaktion@dreischwestern.tv entgegen. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei sind. Bis bald. Musik